Hallo, heute werden wir vor der Legung wieder die Klangschale anspielen, wenn du das gerne mitnehmen möchtest und dich von den alten Energien verabschieden möchtest und dich mit frischer, neuer Energie aufladen magst, dann möchte ich dich einladen, dich jetzt bequem hinzusetzen oder hinzulegen, die Augen zu schließen, die Hände auf deinen unteren Bauch zu legen und ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, während ich die Klangschale jetzt spiele. Dann starten wir mit frischer Energie in die Kartenlegung. Hallo, herzlich willkommen zu unserer 72-Stunden-Legung, deine kommenden 72 Stunden. Ich hätte gerne mal eine Energie. Schauen wir mal, was das Thema ist. Ich danke dir vorab. Vielen lieben Dank für dein Like, für dein Liebeskommentar, uns weiterleiten und jegliche Art des Supportes. Hier sind einige Karten rausgefallen. Wir nehmen die Ordnung Shuffeln. Und zwar geht es darum, vielleicht etwas zu klären, etwas zu besprechen, etwas aus der Welt zu schaffen. Oder du machst sowas wie einen verspäteten Frühjahrsputz, ja, dass du vielleicht zu Hause in deinem Umfeld jetzt etwas ausmistest, aussortierst. Vielleicht machst du auch sowas wie eine Rundumkur, ja, so eine, sagt man, Entschlackungskur, nämlich ja auch bei dem einen oder anderen war. Wir haben hier Anpassung ist gefragt. Warte, kneif die Hose. Und Zeit der Heilung. Okay, also es sind auch Themen der Gesundheit hier angesprochen, beziehungsweise deiner seelischen, deiner emotionalen Heilung, dass du hier vielleicht jetzt ein bisschen mehr in deine Energie kommst, wie in deine Kraft kommst, dass du dich den einfachen Dingen jetzt widmest, wie einfach mal für dich da sein, dir den Raum geben, dich von alten Ballast befreien. Unterm Kartendeck haben wir harte Arbeit zahlt sich aus. Neumond im Steinbock, das gefällt mir richtig gut. Erdenergie ist immer gut, das Erden sich mehr in die Natur begeben und dort wieder zu Kräften kommen. Vielleicht machst du ein paar Ausflüge, ja, oder hast es mit dem Erdzeichen zu tun. Kann ja sein, dass du es auch mit dem Steinbock zu tun hast, wo man jetzt endgültig Themen klären kann. Vielleicht muss man da in irgendeiner Weise schauen, dass man da einen Kompromiss findet, dass die Sache, die Energie
die so schwer ist, rausgehen kann und man hier in die Leichtigkeit wiederkommt und in die Klarheit kommt. So, ich hätte gerne drei Karten für die kommenden 72 Stunden. Was ist da bei dir Thema? Was ist da los? Wie zeigen sich die kommenden 72 Stunden? So, und dann legen wir noch drunter jeweils zwei. Ach, dieser Tisch, der ist aber auch immer sowas von glatt. So, und so. So, heute ist recht kühl. Ich bin richtig am Frösteln. Ja? Die letzten Tage waren so sommerlich. So, was haben wir unter dem Kartendeck? Ast der Münzen. Da haben wir diese Erdenergie. Ne? Also geh wirklich viel in die Natur und erde dich. Das Ast der Münzen gibt dir Stabilität, Gesundheit, neue Kräfte. Das ist auch so eine Jackpot-Energie. Das ist ein Samen, der wirklich aufgehen möchte. Da möchte etwas erblühen, da möchte etwas entstehen, etwas ins Wachstum kommen. Das können sowohl deine Finanzen sein, das kann auch deine Gesundheit sein, auch deine, ja, deine Fülle einfach, ja, das, was dich erfüllt sein lässt, etwas, was sich vielleicht auch wie eine große Lebenschance anbietet. Für manch einen kann das auch ein Jobangebot sein, was hier im Raum steht. Drei der Stäbe steht für eine Unterschrift, eine Entscheidung, die man hier trifft, für einen neuen Weg. Ne? Man ist hier quasi, steht hier in den Startlöchern und ist bereit, jetzt hier einen neuen Weg einzuschlagen. Man ist sozusagen auf einem neuen Kurs und hat sich darauf ausgerichtet. Man möchte gerne da eine neue Erfahrung machen oder neue Menschen kennenlernen oder einer neuen Tätigkeit nachgehen. Hier haben wir den Hierophanten, der auch ganz gerne für Verbindungen und Verträge angezeigt wird, der allerdings auch für einen Aufstieg zu sehen ist. Ja, vielleicht geht es auch um einen beruflichen Aufstieg oder einen Menschen im Sternzeichen Stier. Vielleicht hast du da mit diesen Menschen etwas zu besprechen oder zu klären bezüglich der Finanzen. Ja, und ansonsten kann es auch um das Partnerschaftliche gehen, um deine feste Beziehung, ne? Dass man die jetzt mehr in die Stabilität bringt. Oh, schau mal, der Narr zeigt sich hier auch. Der Narr ist der absolute Neuanfang, ein neuer Weg. Vielleicht erwachst du hier auch, ja, ein spirituelles Erwachen und kommst in eine ganz frische, neue Energie. Das gefällt mir richtig gut. Neue Vision, neue Wege. Na, gucken wir mal, was die Karten sagen. So, was haben wir hier? Au, gleich das Schicksalsrad, was hier dreht. Das Schicksalsrad dreht, ja. Du hast hier in einem Punkt in irgendeiner Weise schon einen Erfolg erreicht, ja. Bist vielleicht auch über irgendetwas hinweg. Man hat hier eine Wertschätzung oder eine Anerkennung bekommen oder du hast dir selber die Wertschätzung gegeben und hast aus dieser Wertschätzung heraus eine Situation verlassen, die dich nicht erfüllt. Also mit den Acht der Kelche sieht man ja, ne, hier ist nur Verbranntes hinterlassen, die Kelche sind untergegangen, hier ist nichts mehr zu holen, hier gibt es auch nichts mehr zu lernen. Deswegen hast du diese Situation verlassen. Das ist eine schicksalshafte Entscheidung gewesen oder das Schicksal hat eingegriffen und hat dich quasi da rausbefördert, hat gesagt, komm mal hier in deine Kraft, nimm dich mal selber so an, gib dir mal selber die Wertschätzung, ja, und feier dich selber mal, dass du hier jetzt diese, auch diese emotionale Distanz dazu erreicht hast. Ja, das ist auch eine Weiterentwicklung, eine persönliche Weiterentwicklung, die ich hier wahrnehme. Mal dazu noch mehr wissen. Hätte ich gerne mal noch mehr gewusst, wie denn hier das Schicksalsrad eingreift. Oder das Schicksal eingreift. Eine glückliche Wende könnte das auch sein. Zeigen wir mal, wie sich das für dich zeigt. Die Hohepriesterin, das ist ja interessant. Also die Hohepriesterin steht ja für Vertrauen, für dein Selbstvertrauen. Also höre auf deine innere Stimme, die wird dich hier ganz, ganz arg leiten. Du brauchst quasi gar nicht die Meinung anderer, sondern du hast sowas wie ein inneres Orakel, ne? Eine innere Stimme, der du folgst. Du darfst dir auch nochmal deine Glaubensmuster anschauen. Unterm Kartendeck haben wir die zwei der Schwerter, deutet also auch darauf hin, höre auf deine Intuition. Ich weiß, manch einer will das wirklich nicht hören. Das ist so blöd, wenn man in einer Situation ist, wo man am Hadern ist, wo man feststeckt gefühlt und man möchte ganz einfach eine schnelle Antwort und die so prompt wie möglich und die soll klar sein. Und die Hohepriesterin sagt aber, vertraue deiner eigenen Führung, ja, deiner eigenen inneren Stimme. Hier, der Herrscher, nimm den Thron ein in deinem Leben.
Was ist auch übermächtig in deinem Leben? Was nimmt zu viel Raum in deinem Leben? Ne? Der Herrscher ist jemand, der Autorität ausübt. Du darfst auch selber Autorität ausüben über dein Königreich. Du darfst bestimmen in deinem Leben, wer auf deinen Teppich pinkelt, wer sich auf deiner Couch bequem hinlümmelt und wer dir in den Vorgarten pisst und was auch immer. Du darfst bestimmen. Du bist der Bestimmer und der Glückes, nee, der Schmied deines eigenen Glückes sozusagen. Ne? Und wenn sich in deinen Gedanken immer wieder Menschen breit machen oder in deinem Leben breit machen, die dir einfach ein negatives Gefühl hinterlassen, sorry, dann gilt es dir vielleicht mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen, ja? Im übertragenen Sinn. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Da haben wir die 5 der Schwerter. Das ist der Konflikt, der sich hier darstellt. Das kann tatsächlich ein richtiger Streit sein, den du vielleicht mit jemand anderen hast. So ein Gewitter, was hier aufzieht, ja. Kann aber auch ein innerer Konflikt sein. Ah ja, okay. Es ist ein innerer Konflikt. Es sind, oder er zeigt sich dann im Äußeren, ja. Also sozusagen wie innen, so außen. Deine Innenwelt zeigt mir hier mit den 8 der Schwertern, dass du dich immer noch limitieren lässt. Dass du dich immer noch begrenzen lässt, von wegen so Gedanken, das kann ich doch nicht machen, das gehört sich nicht, dann bin ich ja schuld daran, ich weiß nicht wie und. Alles Mögliche, was dich begrenzt, was dich an diesem Ort festhält, wo du dich aufhältst. Ja, das sind all diese Gedanken. Wisse aber, dass da keine Grundlage für gibt, also keine reale Gefahr oder so herrscht, sondern das machst du dir alles nur in deinem Kopf. Und das ist das Gute daran. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, dich daraus zu befreien. Weil du hast hier, schau mal, sie sitzt hier vor dem Spiegel, sie schaut in den Spiegel. Im Spiegel ist der Dame, sind die Augen verbunden, die Hände gebunden. Und in Wirklichkeit sind ihre Augen frei. Ihre Hände sind nicht gebunden. Sie kann hingehen, wo sie will. Sie kann denken, was sie will. Sie kann fühlen, was sie will. Sie kann tun und lassen, was sie will. Ja, du bist frei. Mach dich frei. 7 der Schwerter. Du solltest hier wirklich ehrlich und aufrichtig mit dir sein. Wie zeigt sich, oder worum geht es bei diesem Konflikt? Kriegen wir da noch mehr? Oder einen Rat? Ein Rat. Ich hätte gerne einen Rat für dich. Hier, der Eremit. Der Eremit ist der Weise, der zurückgezogen in den Bergen zieht, wohnt, der in der Natur ist, der sich mit seiner inneren Welt auseinandersetzt. Setz dich mit deiner inneren Welt auseinander. Ich finde es ganz spannend, draußen wird gerade gekerchert. Ordnung schaffen, ausräumen. Also schreib doch gerne mal auf deine Gedanken, die du so hast, die dich oder die das, was dich quält, ja, was du so glaubst über deine Situation und schau dir das genau an und formuliere für dich positive Formulierungen, die dir ein Gefühl davon geben, dass du das schon gewuppt hast, dass du dafür eine Lösung hast, ja, aus einer dankbaren Haltung. Auch hier zeigt sich wieder die 2 der Schwerter unterm Deck. Hör auf deine innere Stimme, setz dich mit deiner Innenwelt auseinander. Denn dann erst findest du zu deiner wirklichen Wahrheit und deiner inneren Klarheit, ja. Aber dahinter wieder den Herrscher. Also, das ist ja sehr spannend. Du bist hier scheinbar wirklich in einer Übergangsphase auf einer neuen Reise und du wirst das auch wuppen, aber das kann ich dir nicht abnehmen, ja? Das kann dir niemand abnehmen. So, da haben wir hier die 7 der Münzen. Das freut mich ja jetzt sehr. Das ist, dass man die Situation neu bewertet, sie sich genau anschaut, ja, was hat dazu geführt, dass ich das oder jenes jetzt in meinem Leben geerntet habe und möchte ich da weiter in Zeit und Kraft und Energie rein geben oder lasse ich das? In was gebe ich überhaupt meine Energie? In was investiere ich und in was investiere ich nicht? Hier geht es darum, das Bäumchen zu unterstützen, dass es stabil weiter wachsen kann. Ja, es ist schon gewachsen. Guck mal, und wenn du das bist, dieses kleine Bäumchen, dann gib dir diesen Raum, beschütze das und gib dir die Kraft und den Raum, dass du hier weiter wachsen kannst. Hier haben wir den Ritter der Kelche. Das ist eine unterstützende Energie. Entweder hast du jemanden in deinem Umfeld, der dir hier mit Rat und Tat zur Seite steht, oder du hier kommt vielleicht auch eine liebe Botschaft rein, ein Brief, etwas Erfreuliches. Und wir haben hier die 9 der Münzen. Und das ist die finanzielle Unabhängigkeit. Das ist mit sich und der Welt im Reinen sein. Das ist eine Energie von Fülle, von wohl oben auf sein, ja, gesund sein, fit sein, mit sich und der Welt im Reinen sein. Ich hätte gerne mal einen Rat für dich hier bezüglich der 7 der Münzen. Das ist auch die Energie von Prioritäten setzen. Oh.
So, da haben wir die Königin der Stäbe. Das könnte eine Person im Feuerzeichen sein oder jemand, der dir hier unterstützend zur Seite steht, der dich hier emotional unterstützt und sagt, mach das, du schaffst das, geh den Weg, folge deiner Inspiration, ja? Und wir haben da als Klärung, guck mal, König der Münzen, Fünf der Münzen und die Königin der Schwerter. Ich setze die mal so hin. Ich nehme hier wahr, dass es eine Situation gibt, in der du nicht in deinem Selbstwert warst, in der du immer noch dich klein gemacht hast, im Mangel warst, ja, ganz stark im Mangel. Und die Königin der Schwerter, das ist so eine Energie von Anweisungen geben, klare Worte sprechen, einen kühlen Kopf bewahren, über den Wolken schweben, quasi weitblickend, ja, zukunftsweisende Entscheidungen treffen, auch Konsequenzen aus dieser Situation walten lassen, dass man sagt, okay, ich will aus diesem Mangel raus, was gilt es zu tun? Wo muss ich hier jetzt Verantwortung übernehmen über meinen Status, über meine Gesundheit, meine Finanzen, familiäre Themen, alles das, was mir Halt, Geborgenheit und Sicherheit gibt? Ja, da triffst du jetzt ganz neue Entscheidungen für dich, die weitreichend sind. Also die Königin der Schwerter, die trifft nicht Entscheidungen, die nur von heute bis morgen gelten, sondern die trifft Entscheidungen für die nächsten Jahre. Mach dir also einen Plan für die kommenden 12 Monate. Ja, da scheint es hier neue Wege zu gehen, dass man hier neue Schritte geht. Und da hast du hier irgendwie Unterstützung von einer Königin der Stäbe, die dich hier in die Stabilität bringt, die dir hier vielleicht auch einen Job bietet. Oder König der Münzen sind ja wirklich solide Finanzen auf Zeit, also auf eine Langfristigkeit auch, ne? Das sieht doch richtig gut aus. Und vor allem auch diese Eigenverantwortung, die da drin steckt. So, dann hätte ich gerne mal hier noch eine Karte als Hinweis, was jetzt für dich, wo stehst du nach den kommenden 72 Stunden? Akkumulation, guck mal, das sieht richtig gut aus, ne? Hier ist man am Werte schaffen. Du wirst dich hier sehr damit auseinandersetzen, was dir wie viel wert ist. Ne? Hier geht es um deine Fähigkeiten, deine Talente, deine Finanzen, deine Ressourcen. Und deine Ressourcen können sein Zeit, Geld, Wissen, ja, Erfahrung, all sowas. Du siehst ja hier die Lehrbücher. Hier möchte etwas aus dir heraus wachsen, möchte etwas sich vermehren, du möchtest vielleicht etwas an Werten schaffen und vielleicht auch einen Wert hinterlassen, der für andere wertvoll ist. Ja? Vielleicht möchtest du ein Buch schreiben oder möchtest deine Geschichte verwenden, um anderen zu helfen. Vielleicht möchtest du dich mit Heilkunde auseinandersetzen oder du hast eine Briefmarkensammlung, die du verkaufen möchtest oder erweitern möchtest. Etwas, ja, hat auch etwas mit Ansammeln, ne? Wissen ansammeln, Informationen ansammeln, etwas lernen, Werte ansammeln, sowas in der Richtung. Und schau mal, was du alles so angesammelt hast, weil wie kommt mir gerade mit der Karte Ordnung schaffen, dass du vielleicht auch vieles Unnützes angesammelt hast, was du vielleicht nicht unbedingt brauchst und was dir vielleicht auch echt im Weg steht, was dir die Energie raubt, was dir den Blick nimmt, ja, was dich unfrei werden lässt. Und hier gilt es wirklich mal auszumisten und zu entscheiden, okay, ist mir das dienlich oder ist mir das, gibt mir das irgendwie ein positives Gefühl? Und wenn das eine nicht zutrifft und das andere auch nicht zutrifft, dann trenn dich doch davon. Ja, mach dich frei. Also hier sind Anpassungen gefragt und mit den Anpassungen sind ja meistens negative Gedanken gemeint, die man hier loslassen soll. Ich hätte gerne mal dazu mehr gewusst. Kriegen wir da noch mehr raus? Deine negativen Gedanken, womit haben die zu tun? Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was rauskriegen, damit ich dir ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Was gilt es hier loszulassen? Oh, 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 oh. Leute, das ist ein bisschen viel. Das ist mir ein bisschen viel. Das müssen wir mal wieder in den Stapel tun. Also, nochmal. Ich hätte gerne noch mal eine Heilenergie für die Anpassung. Ja, die dunklen Geschichten, die du dir erzählst. Die dunklen Geschichten könnten sein, das Glück, das haben immer nur andere oder den Erfolg, den werde ich nie erreichen. Ich kann das nicht. Ich habe immer nur Pech. Ja, alles das Elend, was du erlebt hast, immer die Enttäuschungen, die du wiederholst. Also wenn dich jemand nach Jahren trifft, ich sag mal, so wie bei einem Klassentreffen. Stell dir vor,
Wenn du jetzt zum Beispiel eine Meditation machst, ja, stell dir vor, du gehst in der Meditation in ein Klassentreffen und du begegnest da vielleicht einem alten Schulfreund oder einer alten Schulfreundin oder einer alten Klassenlehrerin oder so und die fragt so, und erzähl doch mal von dir so, wie geht's dir denn, was hast du denn so erlebt, ne? Und du fängst an zu erzählen und dann achte mal darauf, was du für eine Geschichte erzählst von dir, von deinem Leben. Haben die Episoden ein Happy End oder sind die eigentlich nur von Drama und Elend und Katastrophe und Chaos geprägt? Ja, von Alleinsein, von Enttäuschung, von den Unglücksfällen, von den gesundheitlichen und den finanziellen und den menschlichen Enttäuschungen, von Tod und Verletzung und was weiß ich nicht alles, was ihr alles so erlebt habt, was ich nicht damit runtermachen will, ja? Nein, um Gottes Willen, aber bitte mach doch dein Leben, deine Zukunft, strick die doch nicht aus rein nur aus den Erfahrungen, ja, sondern gib doch deiner Geschichte auch die Möglichkeit, eine Wende zu erhalten. Und du hast jetzt, stell dir vor, du hast ein Buch vor dir. Und ich sag mal, du bist jetzt vielleicht, ich sag mal, 50, ja? So, dann ist ungefähr die Hälfte des Buchs jetzt schon vollgeschrieben und die andere Hälfte, da sind weiße Seiten. Also, was soll auf diesen weißen Seiten entstehen? Sieben der Münzen. Was soll da wachsen? Was darf da blühen? Wenn du dir dein Leben vorstellst wie einen Garten, was darf dort wachsen? Möchtest du da nur Unkraut haben? Möchtest du da nur ja, weiß ich nicht, Schlamm, Dreck oder keine Ahnung was, oder gibt es da irgendetwas, wo du sagst, oh ja, das würde mich erfreuen, das würde mich in meiner Tiefe meiner Seele erfreuen, wenn ich das so gestalten könnte. Und sei dir bewusst, dass du der Gestalter deines Lebens bist, über deine Gedanken. Die ganze Zeit bist du Schöpfer über deine Gedanken. Du musst keine großartige Fähigkeit haben in dieser Welt. Einfach nur deine Gedanken auf das ausrichten, was dich glücklich macht. Und für manchen ist das einfach nur anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern mit seiner Anwesenheit, mit der Gabe, die du hast, die dir gegeben wurde. Ob es das ist, dass du anderen zuhören kannst, dass du andere aufmuntern kannst, dass du für sie kochen kannst oder dich um sie kümmern, dass du vielleicht stricken kannst, häkeln kannst oder du hast einen Hang zu Pflanzen, zur Natur, du hast vielleicht einen Hang zu Heilkräutern, Heilwissen, Spiritualität, vielleicht ist es auch Tarotlegen, ja, kann ja sein, dass dich das auch interessiert oder du hast irgendwas anderes, aber irgendetwas gibt es da, was in deinem Leben sich vermehren möchte. Eine Heilkarte noch für dich, eine Heilkarte. Die soll es sein. Vergebung. Vergebe dir selber, dass du geglaubt hast, was du hier geglaubt hast. Dass du dir immer wieder diese Geschichten erzählt hast und damit im Grunde immer wieder sowas wie den Teufel an die Wand gemalt hast. Vergebe dir erstmal selber. Nimm dich selber in den Arm und komm in den Frieden, dass du bisher dein Leben so gelebt hast, wie du es gelebt hast, dass du vielleicht auch an Dingen festgehalten hast, unnötig lange festgehalten hast, ja? Das ist der erste Schritt für deine Heilung. Okay, ich hoffe, dass dir das gefallen hat. Wenn das so ist, dann freue ich mich, wenn du ein Like da lässt. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich auch, wenn du ein kostenfreies Abo da lässt. Das ist in jedem Fall kostenfrei. Vielen lieben Dank auch für dein liebes Kommentar. Falls dich die Sternzeichenlegung interessieren, ich bin gerade dabei, die Legung für Juni hochzuladen. Was ich schon hochgeladen habe, ist Juni bis Dezember, falls du da auch mal reinschauen möchtest. Die Videos, die sind immer mit einem Hauptvideo und einem Extended verbunden. Wenn du Interesse an den Extended, sprich an den weiterführenden Legungen interessiert bist, dann schau gerne mal unter dem Button Mitglied werden rein. Da werden dir drei Mitgliedschaften vorgestellt und in der Stufe 2, das sind die Soul Family Fans. In dieser Stufe hast du alle Videos uneingeschränkt zur Verfügung, kannst du dir so oft angucken, wie du möchtest, werbefrei und auch für alle anderen Sternzeichen, für alle anderen Zeiträume, wie du magst. Fühl dich frei und dann freue ich mich, wenn wir uns in einem anderen Video wiedersehen. Brauchst du persönliche Begleitung von mir, dann kannst du gerne in den Elopage-Shop reingehen. Da habe ich hier nun wieder das eine oder andere freigeschaltet. Vielleicht ist da auch was dabei, was sich für dich stimmig anfühlt. Mach's gut, bleib schön gesund und bis zum nächsten Mal.